Das böse Erwachen. Kurze Zeit nach der Machtübernahme von Leoric über Kanduras sollte sich ereignen, dass eine lange im Schlaf befindliche Macht inmitten des weit verzweigten Labyrinths unter dem Kloster sich zu regen begann. Diablo. Er erschien dem Erzbischof in einen Albtraum, befahl ihn zu sich in seine dunkle unterirdische Welt. In seinen unvorstellbaren Schrecken rannte Lazarus sogleich durch die verlassenen Gänge, bis er schließlich die Kammer fand, in der sich der brennende Seelenstein befand. Die Kontrolle über seinen Körper und seinen Geist hatte er in Wahrheit schon verloren, und so hob der Stein an und sprach magische Worte aus, die eigentlich im Reich der Sterblichen schon lange als vergessen galten. Schließlich war sein Wille ganz gebrochen, und er schleuderte den Seelenstein wieder auf den Boden. Diablo kam dadurch ein zweites Mal in die Welt der Menschen. Zwar war er nun nicht mehr im Seelenstein gefangen, doch der Herr des Schreckens war immer noch erheblich geschwächt von seinem langen Tiefschlaf und ohne einen sterblichen Anker konnte er nicht diese Welt betreten. Würde er jedoch die Form eines Sterblichen annehmen, so könnte er zumindest damit beginnen, seine Kraft und Macht wieder zu erlangen. Unter allen Seelen in der Stadt, oberhalb seines Labyrinths, suchte sich Diablo schließlich keinen geringeren aus als König Leoric. Monatelang führte Leoric eine geheime und innere Auseinandersetzung mit dem Bösen, das seine Gedanken und Gefühle befiel. Er spürte es förmlich, dass sich das Böse seiner zunehmend bemächtigte, doch er beging den gewaltigen Fehler, dies keinen seiner Priester anzuvertrauen. Leoric war irgendwann nicht mehr er selbst, sondern nur noch eine Inkarnation des Willens von Diablo, wie es zuvor schon sein engster Vertrauter Lazarus widerfahren war. Eben jener Lazarus arbeitete mit allen Kraft daran, dieses mystische Vorgänge vor dem Orden des Lichts verborgen zu halten, während sich die Macht des Dämonen unaufhörlich steigerte. Die Zakharum-Priester und die Bürgerschaft von Kanduras fanden keine Erklärung für die Veränderung, die ihr oberster Lehnsherr durchmachte. Seine einst stolze und aufrechte Gestalt wurde auch äußerlich immer mehr von Verdrehungen und Verformungen gezeichnet. König Leoric, vormals noch die Güte in Person, nahm autoritäre Züge in seinem bedenklichen Ausmaß an und ließ auf einmal alle standgerechtlich hinrichten, die auch nur in irgendeiner Weise die vollste Anerkennung seiner Autorität vermissen ließen. Als er dann auch noch damit anfing, seine Ritter zur Unterwerfung anderer Dörfer auszusenden, erhielt er von seinen Gefolgsleuten den Beinamen Dunkler König. König Leoric konnte sich den unheilbringenden Einfluss von Diablo schon längst nicht mehr entziehen, und langsam aber sicher befremdete sein Verhalten selbst die engsten Freunde und Berater. Zu diesen hatte bis dahin auch ein gewisser Lachdanan gezählt, ein Hauptmann des Lichtordens und hochdekorierter Ritter der Zakharum. Lachdanan unternahm erhebliche Anstrengungen, um hinter das Geheimnis der geistigen Nachtungen von Leo zu kommen. Doch der dämonenbesessene Lazarus torpedierte diese Bemühungen von Anfang an und klagte ihn schließlich wegen Hochverrats gegen das Königreich an. Kaum einer vorstellen konnte den Priestern und Rittern von Leorics Hof ferner liegen, als die, dass die ehrenwerten Lachdanan einen solchen Vergehen bezichtigt werden sollte. Auch die letzten seiner Untertanen mussten sich nun um den Geisteszustand und Gerechtigkeitssinn ihres einst so geliebten Königs ernsthaft sorgen. Von da an wurde Leorics Wahnwitz in immer eklanterer Weise offensichtlich. Doch noch reichte sein letzter Rest an Wahrnehmungsfähigkeit aus, zumindest intuitiv, zu spüren, dass ihm eine nie gekannte Woge von Misstrauen entgegenschlug, wohin auch immer er blickte. Lazarus versuchte, diese kritische Situation einzudämmen und versprach sich dabei viel um Heraufbeschwören eines neuen Kriegs, der nun zur Ablenkung in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses treten sollte. Er nährte deshalb auf täuschliche Weise die Wahnvorstellung des Leoric, dass das Königreich Westmarsch einen Komplott gegen ihn schmiede, ihn entthronen und Kanduras annektieren wolle. Dieser Manipulation wirkte nachhaltig, und der geisteskrank gewordene König erklärte letztlich den Krieg an Westmarsch. Leoric schlug die Warnung seiner treuesten Berater in den Wind und beorderte die königliche Armee von Kanduras nach Norden, um diese in einen Krieg zu schicken, in dem die Bevölkerung auch nicht den geringsten Sinn zu sehen mochten. Auf Antraten von Lazarus teilte Leoric ausgerechnet Lachdanan dazu ein, mit den Streitkräften von Kanduras in Westmarsch einzumarschieren. Die politische und militärische Notwendigkeit dieser Kriegshandlung erschien Lachdanan äußerst schleierhaft, doch seine Kriegsehre gebot es ihm, dem Befehl des Königs Folge zu leisten. Währenddessen wurden mehrere hohe Priester und andere einflussreiche, aber dem dämonenbesessenen Lazarus unbequeme Amtsträger in diplomatischer Mission in den Norden entsandt,
wo diese ihren sicheren Tod fanden.